diesem Video sehen Sie, wie man zwei NVR in einem Netzwerk betreibt. Zur Einrichtung müssen die Kameras an den jeweiligen NVR angeschlossen werden. Ziehen Sie das Netzwerkkabel von den NVRs zu Ihrem Router ab. Bitte führen Sie diese Schritte bei beiden NVRs durch. Nutzen Sie jedoch andere IP-Adresse und Namen für die Kameras. Keine IP-Adresse darf doppelt benutzt werden. Zuerst stellen wir auf beiden Geräten die Werkseinstellung wieder her. Wir starten also bei 0. Den Willkommensdialog können wir durch Klicken von Next bis zum Ende überspringen. Nun stellen wir die IP-Adresse für den NVR ein. Bitte benutzen Sie für beide Geräte unterschiedliche IP-Adressen. Keine IP darf mehrmals verwendet werden. In diesem Beispiel wählen wir die IP-Endung 70 in unserem Netzwerk. Jetzt ist es an der Zeit, die Kameras einzurichten. Führen Sie diese Schritte mit allen vier Kameras, die an den NVR angeschlossen sind, nacheinander durch. Klicken Sie dazu auf die Kamera und danach auf Set, wie in dem Video zu sehen. Mit einem Klick auf den Stift und danach auf Network vergeben wir feste IP-Adressen der Kameras. In unserem Beispiel nutzen wir die Adressen 40 bis 43 für die vier Kameras. Wiederholen Sie diese Schritte auf dem anderen NVR. Bitte benutzen Sie unterschiedliche IP-Adressen. Es dürfen keine IP-Adressen doppelt oder wiederholt gewählt werden. Zuletzt vergeben wir noch unterschiedliche Namen für die Kameras. Auch diese Namen dürfen nicht wiederholt oder doppelt vorkommen. Stecken Sie nun das Netzwerkkabel zu Ihrem Router wieder an und starten Sie die NVRs neu. Die Einrichtung ist damit abgeschlossen. Besuchen Sie unseren Onlineshop unter alarm.de oder folgen Sie dem Link in der Videobeschreibung.